Hallo, liebe Leute, hier ist Grob, ich heiße herzlich willkommen zu Real Horror Stories und ich weiß, ihr kommt gleich ein Scare, deswegen warte ich hier kurz ab. No, fuck you! Okay, da war der Scare. Auf jeden Fall, yo, hier ist Grob, ich wollte eigentlich heute Alien bringen, was lange nicht mehr kam, aber es ist schon wieder diese... Na! Passiert, dass das Spiel einfach nach dem Rendern einfach die Datei weg ist. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es liegt irgendwie an Alien oder so. Ich versuche das irgendwie zu fixen, damit ich das Spiel wieder bringen kann. Ich weiß, wir hätten da wieder längere Pause, aber ich werde das möglichst schnell jetzt irgendwie versuchen durchzuziehen. Deswegen muss ich euch nochmal hiervon einen Teil bringen. Man möchte relativ schnell rauszubringen. Wahrscheinlich jetzt schon zu spät kommen wird, aber naja. Ich klicke ein bisschen auf der Leiche rum, weil ich klicke gerne auf Leichen rum. Und das da oben links, in einem komischen Stein hier, sieht aus wie ein paar Gesichter oben dran. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ich kann nicht mit der... Wow, gruselig. Okay, irgendwas wird mal passieren. Kann ich irgendwas anderes draufklicken, außer auf den Fleischmann? Fleischdönerbudenmann? Da unten links irgendwas. Ah, auf den Totenkopf, der jetzt weggeflogen ist. Was bringt mir das? Hallo? Ich klicke gar nicht mehr drauf. Warum kommt das Geräusch immer noch? Spiel. Kann ich dann weitermachen? Dankeschön, ist ja lieb von dir. Yo, der Renner ist wieder da. Yay, okay, irgendwie bin ich gerade nicht ganz so gut gelaunt, weil alles gerade nicht so klappen will wie ich. Mit sogar in dem Spiel hier laufen Sachen schief, die vorher nie schief gelaufen sind, aber ist okay. Kann ich nochmal draufklicken, sonst... Ja, komm her und scam mich. 3, 2, 1, BAM! Nein, okay. Doch, okay, da war er. Sonst ist irgendwas hier drin? Ich kann auf nichts mehr klicken. Ich habe alles gemacht, was ich drin machen kann. Kann ich das Seil irgendwie abschneiden oder so? Oh. Kann ich vielleicht sogar wirklich irgendwie... Okay. Irgendwie, wenn ich zu oft auf was klicke, dann friert das Spiel ein, kommt mir so vor. Weil mittlerweile kann ich auch nichts mehr... Ach, egal. Mann! Ich klicke 3000 Mal auf seinen verfickten, aufgeschnittenen Magen und nichts passiert. Und ich mache es 3001 Mal und dann passiert das, ja? Dann passiert das. Kann ich jetzt irgendwas wieder machen oder... Was willst du denn jetzt von mir? Meh. Was bringt mir das denn jetzt? Da hinten? Wo klicke ich denn da hinten drauf? Da ist doch gar nichts. Okay, gleich passiert irgendwas. Ich habe keine Ahnung, auf was ich da hinten drauf drücke. Auf den Stein? Ich klicke einfach hinten in Schwarze rein. Da kommt irgendwie so ein komisches Tuchgeräusch. Frag mich nicht, woher. Cool. Ich habe schon wieder zu oft gedrückt anscheinend. Ja, was passiert denn jetzt? Augen? Yo, Augen. Scare mich! Tu es! Nimm mich! Ich kenne das nicht. Oh, fuck! Komische Penisratte. Okay. Oh Gott, was soll ich denn hier machen? Hier gibt's doch gar nichts. Oh Gott, okay. Irgendwie in Pentagrammform anmachen. Oder so. Richtig gemacht? Ich schätze nicht. Okay, keiner, was wir machen soll. Warum? Ich klicke jetzt hier. Okay. 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 Okay, wenn irgendwer von euch irgendeine Ahnung hat, warum das so geklappt hat, sagt mir bitte Bescheid. Aber für mich macht das gerade absolut überhaupt keinen Sinn. Okay, weg. Ich habe jetzt wirklich sehr, sehr, sehr lange hier gesessen. Ich habe einfach überall drauf rumgeklickt, versucht, irgendwelche Pentagrammformationen nachzumachen, irgendwelche komischen Zeichen, aber nichts wollte klappen. Ich habe keine Ahnung, warum das gerade geklappt hat. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Was zur Hölle ist das denn? Was ist das? Ist das ein Arme? Oh, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Oh, fuck, fuck. Okay. Den Tentakelvieh. Gut zu wissen. Hey, Kultist, was geht ab? Okay. What the fuck? Ich bin mega verwirrt. Und das Rätsel eben habe ich einfach nicht verstanden. Das war sehr weird. Langsam sind es ein bisschen viele billige Jumpscares. Das klappt nicht mehr so gut. Oh, das ist ein Dolch. Das tut aber weh, wenn du da... Wie hast du ihm mit einem Stich den Kopf abgemacht? Wie machst du das? Das war ziemlich talentiert. Bin stolz auf dich. Alter, helfe ich dir gerade dabei, irgendeinen Dämon zu beschwören oder so? Weil das ist eigentlich, glaube ich, keine gute Idee. Das sollte ich nicht tun. Oh. War ich das? Nee. Noch ein Scare. War das gerade 5 Scares oder so im gleichen Level?
Ich wollte nichts kaputt machen. Ach so, jetzt geht's in die fucking Hölle oder was? Okay. Oh fucking K, ich beschwere mich nicht. Ach, ein Tipp in der Hölle. Okay, gut. Das ist der Papst in der Hölle. Warum? Den Typen, den kann ich auch ein bisschen anklicken, aber der mag wohl nicht mit mir reden. Gut. Du auch nicht mehr. Ich habe einen Dämon beschworen in der Hölle. Ist okay. Und Zombie-Papst hier, Mr. Zombie-Papst Benedikt, möchte auch mit uns reden. Okay. Fassen wir mal kurz zusammen. Wir wollten einen kleinen Spaziergang machen und im Wald nimmst du euch ein bisschen Spuck. Jetzt in der fucking Hölle! Ich meine, man kann so ein bisschen, kann ich so ein bisschen verlaufen, aber man kann auch richtig total abkacken, so wie... Okay. Das ist zur Hölle, war das Geister-Marathonläufer Günther? Okay, Geister-Marathonläufer Günther, komm mal bitte wieder her. Und nimm den Papst mit. Der guckt mich so assi an, ich will nicht mit ihm reden. Günther... Bitte hol den Papst. Der andere ist der Papst. Oh Gott, Günther. Günther. Guck dir mal, was du jetzt hier gemacht hast. Oh, Günther. Kann ich auch noch was machen hier? Nein. Gut. Ich kann nichts mehr machen. Oh, Blitze. Das kann ich machen. Günther. Ihn, nicht mich. Du sollst ihn holen. Günther, schnapp ihn dir bitte. Günther. Günther, jetzt mach doch mal. Ich hab nicht den ganzen Tag zu... Okay, warum... Ganz kurze Frage. Jo, warum können Leute in der Hölle überhaupt sterben? Ich meine, die sind in der Hölle und sollen da gequält werden. Ganz kurz komme ich vorbei und sterben die halt. Und dann sind sie wieder frei. Ja, auch, du sollst doch keinen Blitz schießen. Nicht sterben. Jetzt hast du wieder ein bisschen übertrieben, ey. Hast du toll gemacht. Oh, what the fuck. Okay. Wo kommt die her? Ich raff auch nicht mehr genau, wie ich das gerade gemacht habe. Ich habe immer einmal auf die Frau geklickt. Ich durfte nicht so oft klicken. Das war's ernsthaft. Der eine kommt jetzt eh direkt vor mir. Das ist so offensichtlich. Das wird zwar ein guter Scare, aber es ist mega offensichtlich. Sorry. Direkt vor mir fliegt einer runter. Direkt vor mir. Oh Gott, das war so offensichtlich. Ich sag sogar genau. Ich sag ganz genau, wie das Scare kommt. Dann passiert es doch genauso. Hab ich gerade das Kind ermordet? Tut mir leid, wollte ich nicht. Oh Gott, jetzt kommt dieses eine mit dem Zeichen hier. Welches Zeichen war denn da? Gott, keine Ahnung. Komm, ich mach einen Dämon. Fuck you. Nee, okay, ging nicht so. Ups. 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 Okay. Hab ich hier Ampeln der Hölle angeschaltet? Was mache ich hier? Okay, das erste ist... Welches Zeichen? Ach Gott, das da. Das zweite ist das komische Eckding. Das da. Das dritte ist das Pentagramm. Ach fuck, das Pentagramm. Wo ist das Pentagramm? Pentagramm ist da. Und das letzte ist das komische Spiegelding, was immer das sein soll. Ja, danke schön. Geklappt. Das war schwer. Das war sehr schwer. Jetzt gehe ich bitte ein bisschen tiefer in die Hölle. Jumpscare 3, 2, 1. Nein, okay, gut. Dann gehe ich halt trotzdem in den Tempel der Hölle rein, wo jeder Mensch einfach mal so locker reinlaufen kann. Ist ja kein Problem. Warum auch nicht? What the fuck? Nicht ernsthaft, ich spiele jetzt nicht ernsthaft dieses... Okay. Endlich. Dankeschön. Gar nicht lang gedauert. Nein. 2 Minuten oder so, nicht länger, nein. Wir haben nochmal einen Speicherpunkt hinbekommen. Und ich würde sagen, hier machen wir nochmal einen Cut. Das Spiel... Die Scares könnten gut sein. Würde es teilweise ein bisschen schneller funktionieren, wären die Rätsel teilweise nicht ganz so weird. Das eben war einfach mein Fail, weil ich einfach zu angepisst bin, um mir sowas merken zu können. Aber das Kerzenrätsel, das hat mich schon ein bisschen runtergezogen. Und so, ganz ehrlich, keine Ahnung, auf jeden Fall... Habe ich es auch gespeichert? Ich hoffe, ich habe gespeichert. Auf jeden Fall... Das war's bis jetzt dann erstmal wieder für Real Horror Stories. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Euer Kopf, bis dahin. Bye bye. Okay, ich bin. Nee, das war eigentlich ganz gut. Ja, irgendwie hab ich mir ein bisschen schlimmer vorgestellt. Man muss die Sachen zusammen. Oh Gott, okay. Oben. Wenn irgendwo stuck, muss ich einfach irgendwo hinmachen. Okay, das wird ein bisschen Arbeit. Also bis gleich. Bam. Haha, hat überhaupt nicht eine halbe Stunde gedauert. Nee, hat wirklich lange gedauert. Will ich auch. Nö,
Fand ich jetzt eigentlich auch gar nicht so.